wenigstens dein Typ schon gegangen, ne? Wieso, der hat doch eine anständige Zeche gemacht. Der sah aber nach mir aus. Du sollst zu Rudolf kommen. Ach, dann gib mir mal was zu trinken. Du sollst sofort kommen. Büro. Ich habe eine Menge Mädchen im Laden. Ja, ich weiß, ich bin nicht die Beste. Ich rede jetzt nicht vom Umsatz, das können die anderen besser. Aber dafür hast du was anderes. Was? Mit Leuten, die Probleme haben, die sie irgendwie loswerden wollen. Mit denen kannst du gut umgehen. Du kannst zuhören, ja? Gut zuhören. Das ist deine Begabung. Komm mal her. Na komm, man kann dich nicht sehen. Der Mann da, an dem Tisch in der Mitte, uns genau gegenüber, der jetzt eine Karte bekommt, der kommt jeden Abend. Oder jeden zweiten, also jedenfalls sehr oft. Ein besessener Spieler. Ein Angestellter in einer Behörde. Oh, der hier sein Geld verspielt. Sag mal, warum erzählst du mir das alles? Mach dich ran an ihn. Ich will alles über ihn wissen, alles. Wie er wohnt, wie er lebt, was los ist in seiner Umgebung, was für Leute da eine Rolle spielen. Das vorweg. So viel ist er dir wert. Ich weiß nicht, ob du einen Blick dafür hast, aber das ist einer, der nicht aufhören kann zu spielen. Ein Echter, der alles setzt, alles. Haus und Hof, wie man früher so schön sagte. Alles, was er hat. Und was er wie auch immer noch kriegen. Und ich muss sicher gehen, dass er es hier verspielt. Bei uns. Kapiert? Klar. Und er zeigt dir, wie es geht. Die Bar, die gibt es gar nicht. Und wenn, dann hast du nichts damit zu tun. Klar? Er wäre halt blöd. Er war immer nur im Spielclub. Noten interessieren ihn nicht. Und jetzt schmink dich ab. Runter mit dem Stock. Wenn da eine Schweinerei dahinter steckt, dann mach ich nicht mit. Oh, die Dinger stehe ich nicht durch. Die machen wenigstens Beine aus deinen Gurken. Verschwind. 1000 Rusch. So, Einsatz bitte. Hier wird er rauskommen. Und es wird ihm sehr schlecht gehen. Ja, dann frag ihn, ob du ihm helfen kannst. Toi, toi, toi. Komm, komm. Du, lass
Kommen Sie gut nach Hause. Kann ich Ihnen helfen? Mir ist nicht besonders. Sie sind kreidebleich, soll ich einen Arzt holen? Nein, nein, danke, es geht schon. Nur ein bisschen hier stehen. Sind Sie mit dem Auto da? Ja. Ja, kommen Sie, Sie können jetzt unmöglich mit dem Auto fahren. Ich bringe Sie nach Hause, mein Wagen steht gleich hier. Mal den Mantel aus. So, und jetzt halten Sie sich mal richtig fest an mir. Jetzt. So, jetzt ziehen wir erstmal die Schuhe aus. Nein, nein, abwimmeln Sie sich nicht. Das macht mir nichts aus. So. Jetzt hinlegen. Entschuldigen Sie. Er ist kaputt. Ach, ist ja keine Birne drin. Soll ich einen Tee machen? Danke, nein. Ist nicht nötig. Ich mochte es ja gern. Wo ist denn hier die Küche? Thank you.
Leben Sie hier ganz allein? Ja. Nicht verheiratet? Meine Frau ist gestorben. Niemand, der nach Ihnen sieht? Keine Kinder? Hm. Können Sie denn morgen zur Arbeit gehen? Ich habe meine Stellung gekündigt. Oh, gekündigt? Andere wären froh, wenn sie eine hätten. Keine Lust, was? So ist es. Wirklich? Ich habe gedacht, ich mache einen Witz. Lassen Sie mich. Wann ist Ihre Frau denn gestorben? Vor 4 Wochen. Ach, so kurz erst? Ja, so kurz. Würden Sie jetzt bitte... Ja, klar. Haben Sie deshalb die Stellung gekündigt? Die interessiert mich nicht mehr. Oh, hallo. Na, geht's besser? Ja. Sie sollten sich wirklich nicht weiter bemühen. Haben Sie eine Putzfrau? Nein. Ich dachte nur, weil da die Sachen... Hier. Von Ihrer Frau? Soll ich sie wegtun? Nein. Wie lange ist Ihre Frau tot? 4 Wochen. Ja. Ja. Ja, also, ich gehe jetzt, aber irgendjemand muss nach Ihnen schauen. Vielleicht komme ich morgen noch mal vorbei und schaue nach Ihnen. Natürlich nur, wenn ich Ihnen nicht auf die Nerven gehe. Gute Nacht. Noch jemand mitgenommen? Nein. Ich habe niemand mitgenommen. Machst du mir was zu trinken? Was willst du denn haben? Whisky, ohne. Whisky nach Feierabend? Ja. Zum schlechten Geschmack loswerden. Du bist also doch mit jemandem mitgegangen? Jetzt gib mir den Whisky. Hast ja meine Fingernägel an. Ja, ich leg sie dir ja wieder hin. Hat er gesagt, woran seine Frau gestorben ist? Nein, darüber spricht er nicht gern. Worüber? Über den Tod seiner Frau. Na ja, das war vor 4 Wochen. Hat er gesagt, ja.
Er hat seine Stellung gekündigt. Jedenfalls, zu spielen hat er vor 4 Wochen wieder so richtig angefangen. Hat er Kinder? Nein. Scheint sich überhaupt niemand um ihn zu kümmern. Also keine Kinder, Frau tot. Er soll einen Bruder haben. Krieg mal was drüber raus. Du, ich kann doch nicht einfach zu ihm hingehen und fragen. So einfach fragen nicht. Aber hingehen. Sofort. Aber... Sofort, habe ich gesagt. Der Mann ist bares Geld für uns. Verstanden? Vielleicht ist er durch den Tod seiner Frau einfach auch nur heimatlos. Dann bring ihm bei, dass wir seine neue Heimat sind. Nicht, dass er anfängt, sich erst groß umzusehen. Na, erkennen Sie mich nicht mehr? Ihr rettender Engel von gestern Nacht. Ich habe Sie nach Hause gefahren. Kann ich mal eben reinkommen? Ich wollte nur mal fragen, wie es Ihnen geht. Ah, haben Sie etwa so geschlafen in den Klamotten? Oh, sind Sie gerade erst aufgestanden, Mann? Na, da bin ich ja richtig. Haben Sie schon gefrühstückt? Nein. Haben Sie nicht, sehe ich. Ihre Küche kenne ich ja schon. So, passen Sie auf. Sie gehen jetzt ins Bad, duschen, aber eiskalt, damit Sie zu sich kommen. Ich guck mal nach, was Sie so zu Hause haben. Alles klar? Erstmal frische Luft hier rein. Darf ich reinkommen? Och Mann, Sie machen mich ja ganz fertig. Jetzt stecken Sie doch mal Ihren Kopf und das kalte Wasser. Also mir ist manchmal auch sehr elend zumute. Das hilft doch nichts, muss doch weitergehen. Hm? Also, alles klar. Den müssen Sie aber auch trinken. Tun Sie mir den Gefallen. Einen Vorschlag. Sie haben da nichts im Kühlschrank. Ich kaufe Ihnen was ein.
Nein, nein, ich möchte das nicht. Ach, Sie möchten das nicht. Können Sie mir sagen, warum nicht? Also, so einen Typen wie Sie habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht kennengelernt. Na, was ist los mit dir? Was soll denn los sein mit mir? Kummer? Alles bestens. Du wirst erwartet. Sofort. Er ist schon am Verlieren. Was gibt's Neues? Ich habe ihm Frühstück gemacht. Das kannst du auch. Scheiße, der Typ geht mir auf den Wecker. Der ist nicht zu ertragen. Ich bin ja keine Krankenschwester. Na. Der Mann ist dein Kunde, an dem du verdienst. Besser? Der kann seine Frau nicht vergessen, hat eine Tote im Kopf, sonst gar nichts. Ist selber halb tot. Glaubst du, es macht mir Spaß? Das beste Geschäft, die Halbtoten. Na und? Da war eine Police, Lebensversicherung seiner Frau. Wie hoch? 200.000. Die muss er sicher beliehen haben. Was ist mit dem Bruder? Hat er? Ja, ich konnte ihn unmöglich danach fragen, aber da lag ein Zeitungsausschnitt über eine Kunstauktion, Kunstbilder. Und die machte ein Mann, der hieß auch Rieger. Alexander Rieger. Interessant. Wo lag der Ausschnitt? Ist das scheißegal, wo der lag. Lebensversicherung. Er geht nicht mehr so oft mit. Warum nicht? Und seine Einsätze sind niedriger. Was ist los? Ist er misstrauisch? Sieht aus, als ob sein Geld zu Ende geht. Moment, ein bisschen leiser. Ich habe einen Einsatz. Man kennt so die Bergfallstraße? Ja. Tiefgarage, Mann wurde erschossen. Willi, komm mit. Rieger Alexander. Er hat ein Büro im vierten Stock. Ich habe eingekauft. Ich habe Sie nicht drum gebeten. Ich weiß. Aber so geht's ja nicht weiter, nicht? Was für ein Geschäft ist das hier? Kunsthandel, Bilder, Antiquitäten. Herr Rieger war ein Experte. Echtheitsprüfungen, Gutachten und so weiter und so weiter. Er war ein anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet. Tja, man könnte ihn eine Koryphäe nennen. Gutachten, naja, die können große Vorteile, aber auch Nachteile mit sich bringen, nicht? Wenn es um große Werte ging, wird es ja nicht immer ohne Komplikationen abgelaufen sein, nicht wahr? Nein, selbstverständlich nicht. Ach, suchen Sie da ein Motiv, ja? Stellen Sie doch mal die Fälle zusammen, bei denen die Komplikationen besonders groß waren. Übernimmst du das bitte, Harry? Ja, mach ich. War das das Büro von Herrn Rieger hier? Nein, da bitte. Danke. Könnte ich mal so Expertisen ja sehen, die Herr Rieger erstellt hat? Also, ich denke, dass das ist.
Hat Herr Rieger Familie? Nein. Er war mal verheiratet, ist aber geschieden seit Jahren. Er hat nie wieder geheiratet. Hat er Kinder? Oh nein. Entschuldigen Sie mal, haben Sie mich nicht verstanden? Ich habe nur gefragt, ob er Kinder hat. Warum erschrecken Sie da? Ja, weil das gar nicht zu ihm gepasst hätte. Er war kein einfacher Mann. Ach, Sie meinen, er war ein wenig kompliziert? Ja, gut. Das war sicher. Er hatte so gut wie kein Privatleben. Also wissen Sie niemanden, den man jetzt offiziell von seinem Tod benachrichtigen müsste? Er hat einen Bruder, aber keine Verbindung zu ihm. Dieser Mann ist irgendwo an einer Behörde, ganz armusisch. Das waren seine eigenen Worte. Er mochte seinen Bruder nicht, eben deswegen. Das sind seine Schlüssel, schauen Sie mal. Dieser ist der Wohnungsschlüssel und das ist der Alarmschlüssel. Ach, die Wohnung hat eine Alarmanlage. So viel Werte oder so ängstlich? Vorsichtig. So. Und wenn Sie jetzt immer noch keine Lust haben, was zu essen, dann weiß ich nicht mehr weiter. Ich habe jedenfalls einen riesen Appetit. Kaffee? Danke. Milch, Zucker? Nein, nein, danke. Ganz schwarz. Oh, da muss man ja traurig werden. Würden Sie da bitte aufstehen? Ach so. Der Platz Ihrer Frau, dann setze ich mich hier hin, ja? Ist das Ihnen hier recht? Mann, ich verstehe Sie doch. Ich habe so längst bemerkt, dass Sie an gar nichts anderes mehr denken. Aber deshalb müssen Sie ja nicht vor die Hunde gehen. Ich sag's, weil ihr das nicht recht wäre. Sehen Sie die Sache doch mal so, dann sieht das doch ganz anders aus. Und jetzt essen Sie doch bitte was. Ja, na ja, also dann lasse ich Sie wieder mal allein. Guten Tag, wir möchten Herrn Rieger sprechen. Herr Erich Rieger, wir kommen von der Kriminalpolizei. Worum geht's denn? Wer sind Sie? Frau Rieger? Nein, nein, ich... Können wir mal reinkommen, bitte? Nicht. So. Ja. Moment, ich... Herr Rieger, Besuch für Sie. Ja. Ach, kommen Sie so lange hier mit herein, bitte. Herr Rieger, Erich Rieger. Ja. Wir sind von der Kriminalpolizei. Sie haben einen Bruder namens Alexander Rieger. Ja. Er ist tot. Er ist heute Morgen in der Tiefgarage seines Bürohauses erschossen worden. Alexander? Der wurde ermordet. Aber wieso denn? Von wem denn? Sie hatten keinerlei Verbindung zu Ihrem Bruder, nicht? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Sie leben in einer Stadt. Aber machen Sie auch nicht mich verantwortlich. Er hat sich nicht um mich gekümmert. Ich habe mich nicht um ihn gekümmert und jeder war zufrieden. Wer hat ihn erschossen? Wir wissen es nicht. Und was wollen Sie jetzt von mir? Tja, wir mussten Sie ja erstmal davon in Kenntnis setzen. Sagen Sie, Sie sind der einzige Verwandte. Ist das richtig? Ich sagte Ihnen doch, ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Vielleicht hat er inzwischen wieder geheiratet. Hätte er Ihnen das nicht mitgeteilt? Nein. So wie ich ihm nicht gesagt habe, dass meine Frau gestorben ist. Es
es hätte ihn auch nicht interessiert. Na ja, warum nicht? Hatten Sie Krach, offenen Streit oder irgendwas? Nein. Wir haben einfach das Interesse aneinander verloren. Sie sagen mir, er ist tot und ich empfinde nichts. Jedenfalls nicht viel. Ja. Gut. Entschuldigen Sie bitte, wir haben noch gar nicht miteinander reden können. In welchem Verhältnis stehen Sie eigentlich zu Herrn Rieger? Ich habe Herrn Rieger vor ungefähr, warten Sie, wie lange ist das her? Vor einer Woche kennengelernt auf der Straße. Also, er war nicht ganz in Ordnung, Kreislauf oder so. Ich dachte, der Mann kippt mir um. Und dann habe ich gefragt, ob ich mir helfen kann und habe ihn in meinem Wagen nach Hause gefahren. War er krank? Ja. Ja, seine Frau ist vor 4 Wochen gestorben und das hat ihn ungeheuer mitgenommen. Er hängt sehr an ihr und seitdem ist er krank. Ich glaube, der kann sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Drei Tage war der Rieger krank. Jetzt trinkt er wieder. Gott sei Dank. Und zocken tut er nicht? Nein, hat sich an die Bar verdrückt. Gebracht. Geh mal rüber und sag ihm, dass er spielen darf. Er braucht kein Bargeld zu setzen. Er kann mit Gutscheinen spielen. Wie hoch ist das Limit? Zunächst sagen wir 10.000. Na bitte. Jetzt haben wir wieder einen Spieler, der aufs Ganze geht. Was der Teufel? Vielleicht will er auch verlieren. Die Seele eines Spielers ist wie eine Wurst. Niemand weiß, was drin ist. Woher habt ihr gewusst, dass der Kunsthändler sein Bruder war? Wir haben uns ihm erkundigt. Ist doch unsere Pflicht, um unsere Kunden Bescheid zu wissen, damit niemand in sein Unglück rennt. Dann habt ihr also auch gewusst, wo er wohnt, seinen Laden. Und dass er Geld hat. Ist doch klar. Wir sind doch kein Wohltätigkeitsverein. Das reicht doch schon, wenn du dich so lieb um ihn kümmerst. Lass nicht nach. Klar. Gib mir mal Whisky, Ali. Gib mir einen. Oh, ich bin schon wieder ganz... Ja, man merkt's, du. Was ist denn bloß los mit dir? Trink's, red's nicht. Keine Lust. Wenn ich nur nicht so einen schwachen Magen hätte. Ist eben kein Beruf für mich. Dann lass ihn. Ja, du weißt doch, ich hab Schulden bei ihnen. Die lassen mich nicht gehen. Nein, die sind zu allem fähig, Paula, zu allem. Du sag mal, die Frau, wie heißt die noch, die dem Rieger immer den Kaffee kocht. Und so liebevoll das Frühstück macht und auch sonst auf dem Rechten sieht, die Helga Weinert. Und die den Mann erst seit einer Woche kennt, wie sie sagt. Und den Toten gar nicht. Hast dich mal erkundigt, wer diese Frau ist, was ja, sie so macht? Die arbeitet in einem Nachtclub und ist dazu da, die Stimmung zu heben und den Umsatz. Mit dem Einsatz
der ganzen Person. Guten Abend. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich wollte eigentlich nur mal sehen, wo Sie arbeiten. Tja, nun wissen Sie es nicht. Soll ich Ihnen einen Tisch organisieren? Wünschen Sie Unterhaltung? Suche ich eine Dame aus? Die Dame habe ich schon. Jetzt brauchen wir nur noch einen Tisch. Ist Ihnen hier recht? Gerne, ja. Was zu trinken, der Herr? Sekt? Hausmarke. In Ordnung. Sie wissen, dass Sie miesen Sekt kriegen. Ist Ihnen das 100 Mark wert? Das ist mir die Antwort auf eine Frage wert. Was ist das für eine Frage? Sie machen für einen Rieger immer noch ab und zu das Frühstück. Warum? Ein Mann, der seine Frau so geliebt hat, dass er eigentlich seit ihrem Tode lebensunfähig ist. Für so einen Mann mache ich gern Frühstück. Für den würde ich auch noch mehr tun. Genügt Ihnen die Antwort? Ja. Und hierher kommt er nicht. Ach, nein, das ist nichts für ihn. Du hattest einen Gast. Wer war das? Kriminalpolizei. Und warum kommt der Mann her? Ich hab doch gesagt, dass die kamen, als ich bei Rieger war. Bist du so blöd? Holst uns diese Leute ins Haus? Sie haben dich geschlagen? Der Mann vorhin war von der Polizei, nicht wahr? Das ist ein Scheißladen hier. Und die haben eine Menge Dreck am Stecken. Aber es lohnt nicht, was dagegen zu tun. Für Leute wie uns lohnt sich das nicht. Wir bleiben immer unten. Den werde ich's zeigen. Geh noch mit. Legst mir den Schlüssel unter die Matte, ja? Ciao. Ich dachte, vielleicht ist es besser, wenn du nicht so allein bist. Steig ein. Hier. Probier mal, ist vielleicht zu warm. Nein, ist nicht zu warm. Ich hab's nämlich nicht im Kühlschrank gehabt. Ich sag, hier ist in Ordnung. Ach, Rindy. Warum ist denn das Alleinsein manchmal so schwer? Es gibt Tage, da halte ich es einfach nicht aus. Das sind Mörder, Rindy. Ich erzähle jetzt mal die ganze Geschichte. Lieber nicht. Das sind Mörder. Ich will nichts davon wissen, nichts! Ich bin ja doch nicht der Mann, der was dran ändern kann. Und du kannst auch nichts dran ändern. Also halt den Mund. So kommen wir am besten weg. Ach komm, verschwinde jetzt, ja. Geh, komm. Bah. Hau ab! Hau ab! Geh doch, verdammt nochmal! Hau ab! Was ist? Habt ihr noch was rausbekommen über den Bruder des Toten? Ja, er hat einen Kredit aufgenommen auf die Erbschaft hin. Wie hoch? 50.000. Und dann hat er noch die Lebensversicherung von seiner Frau beliehen, in voller Höhe, 3 Tage nach dem Tod. Und seine Stellung, die hat er aufgegeben? So ist es.
Ich habe das überprüft. Was macht so ein Mann den ganzen Tag? Er ist den ganzen Tag im Haus. Lässt sich nicht einmal blicken. Abends geht er ins Kino. Fast jeden Abend. Immer dasselbe. Ja. Naja, kann er den Film ja schon mit geschlossenen Augen sehen. Ne? Ach, das sind 3 Kinos. Früher war das mal ein großes. Büro Derek? Ach, Stefan, ja? Aber wie das Kino heißt, wo der Rieger immer hingeht, Moment, das habe ich aufgeschrieben. Atlas 1, 2 und 3. Ja, aber die sind doch im Nebengebäude. Im Gebäude neben dem Haus, in dem die Bar ist, in dem die Weinert arbeitet. Ist das dem Berger nicht aufgefallen? Wir haben noch geschlossen, der Herr. Nein, das sehe ich. Da müssen trotzdem etwas fahren. Worum geht's denn? Wer sind Sie? Ich bin der Juniorchef. Ah. Und wer sind Sie? Kriminalpolizei. Es geht eigentlich nur um eine Auskunft. Bei Ihnen arbeitet eine Frau, die heißt Helga Weinert. Eine unserer Damen, eine Angestellte. Liegt etwas gegen Sie vor? Oh nein, nein, wie gesagt, es geht ja nur um eine Auskunft. Ist Ihnen im Zusammenhang mit dieser Angestellten, ist Ihnen dann der Name Rieger ein Begriff? Nein. Wer soll das sein? Vielleicht ein Stammgast von Frau Weinert. Stammgast? Hat sie leider keinen. Warum fragen Sie? Wir sind sehr streng, wenn es um unseren Ruf geht. Wie war doch gleich der Name? Rieger. Was für eine Frau ist eigentlich diese Helga Weinert? Wie würden Sie sie charakterisieren? Wissen Sie, darüber haben wir eigentlich noch nie nachgedacht. Wir werden das aber jetzt tun. Morgen. Ich habe schon eingekauft. Ich brauche sie nicht. Auch schon gefrühstückt? Verstehen Sie doch, ich möchte allein sein. Begreifen Sie das endlich? Ja, natürlich begreife ich das. Deswegen bin ich ja gekommen. Jetzt sollten Sie mich hereinlassen. Sie müssten eigentlich längst bemerkt haben, dass ich sie mag. Oh, wieder nicht aufgeräumt. Das ist so gut, dass ich da bin. Wissen Sie, ich habe so einen Mann wie Sie noch nicht kennengelernt. Sie imponieren mir. Ach, ich habe genug Männer gehabt. Nichts Besonderes. Leute, die kamen, sagten guten Tag, wie geht's? Den Hut auf meinen Haken hängen und dann ebenso wieder verschwanden. Sich manchmal nicht mal verabschiedeten. Eine Birne für Ihre Stehlampe. Haben Sie was zu trinken? Ich habe Sie nicht zufällig auf der Straße getroffen. Ich sollte mich Ihnen bekannt machen, rauskriegen, wer Sie sind, Ihre Familienverhältnisse, ausspionieren. Die Leute, die Ihnen das Geld aus der Tasche ziehen, bis Sie keins mehr haben, bis Sie hoffnungslos verschuldet sind, die Leute haben mich auf Sie angesetzt.
Ich weiß, wo sie abends sind. Ich weiß, dass sie die Nächte durchspielen. Die Leute, denen der Spielsalon gehört, die Leute, bei denen arbeite ich. In der Bar, im Haus nebenan. Ist das klar? Ja. So, aber jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommt's viel schlimmer. Die haben auch ihren Bruder gekannt. Die haben sich genau orientiert über die Familienverhältnisse. Die wissen, dass sie ein Spieler sind, der nicht aufhören kann. Die haben eine Rechnung aufgestellt und die ist aufgegangen. Die haben ihren Bruder erschossen, damit sie an sein Geld kommen und das dann bei denen verlieren können. Ich habe den Schowenka aus einer Tür herauskommen sehen. Ich kann nicht zur Bar gehören, die Bar ist im Nebenhaus. Sein Büro ist es auch nicht, also komm bitte mal rüber, Harry. Wir schauen uns das gemeinsam an. Gut, ich komme sofort. Glauben Sie mir, das sind Leute, die haben nicht die geringsten Skrupel. Ist gut. Gut, dass Sie mir das sagen. Ich habe jetzt eine ganz andere Einstellung zu Ihnen. Die Frage ist nur, was soll ich tun? Ja, auf keinen Fall mehr hingehen. Sagen Sie mal, sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass Sie dort betrogen werden? Ach. Nicht mehr hingehen. Sagt sich so leicht. Das ist wie eine Krankheit. Das lässt einen nicht los. Ja, aber das sind Mörder! Wollen Sie, dass die davonkommen? Meinen Sie, wir sollten zur Polizei? Aber es ist doch nichts bewiesen. Ja, also das ist jetzt Ihre Entscheidung. Ja, ja. Das ist meine Entscheidung. Vielleicht sollten wir doch etwas, vielleicht wenigstens einen Kaffee. Hm? Augenblick, lassen Sie die Tür offen. Kriminalpolizei. Bitte bleiben. Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie bitte mit ins Präsidium. Das Frühstück ist fertig. Macht ihr überhaupt irre Spaß, für jemanden zu sorgen? Ich habe nie so eine richtige Familie gehabt, wurde nie was draus. Ach, ich bin überhaupt hoffnungslos altmodisch. Ja, er kommt jeden Abend. Das heißt, fast jeden. Man kann die Uhr danach stellen, der kann gar nicht genug davon kriegen. Das ist ein Besessener. Ich meine, soweit ich was davon verstehe, vergessen Sie nicht, ich bin bloß Kellner. Ich habe auch nie gefragt, ob die eine Lizenz haben. Aber wenn da was nicht stimmt, also ich habe nichts damit zu tun. Nichts. Am besten ist, wir gehen zur Polizei und sagen denen, was für einen Verdacht wir haben. Ich weiß nicht. Ich spiele ja in einem illegalen Spielclub. Ich habe mich ja strafbar gemacht. Da kommt eine Menge ins Rollen. Dinge,
die nicht überschaubar sind. Wir sollten die Polizei aus dem Spiel lassen. Sie haben doch nichts zu verlieren, gar nichts. Kein Wort zur Polizei. Und ich sage Ihnen, es gibt keinen anderen Weg und ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß, was für Sie gut ist und wir gehen hin. Man wird diesem Schuwenke nie etwas beweisen können. Und der wird sich an Ihnen rächen. Stefan, hier ist das Protokoll von dem Kellner. Danke. Dass ich hier bin, das weiß niemand. Niemand. Geht auch niemandem was an. Und wo ist Ihre Kollegin? Die schläft tagsüber. Kam ein paar Tage lang nicht. Er schien dann wieder und bat darum, mit Schuldscheinen spielen zu dürfen. Sein Bruder sei gestorben. Er sei der einzige Verwandte und sein Bruder sei außerordentlich wohlhabend. Und jetzt spielt er wieder mit Bargeld. Der Mörder. Wir haben den Mörder. Sie haben wirklich mit niemandem über mich gesprochen? Nein. Ja, mit Schuwenke und seinem Neffen natürlich. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Und überlege, was ich tun kann. Sie wollen mir doch hoffentlich kein Geld. Also, da hätten Sie mich völlig falsch verstanden. Wissen Sie was? Lassen Sie alles liegen und stehen. Haben Sie Lust, ein bisschen rauszufahren? Dann hole ich den Wagen schon mal aus der Garage. Nein, Herr Rieger ist draußen, aber kleinen Moment, ich rufe ihn eben. Frau Weinert, hören Sie gut zu. Sagen Sie Rieger nichts von diesem Anruf. Was will er? Der will mit Ihnen wegfahren? Raus ins Grüne? Er kommt zurück. Hören Sie zu. Unternehmen Sie nichts, was nicht mit uns abgesprochen ist. Ich erkläre Ihnen alles. Was ist denn mit Ihnen los? Der Wagen steht draußen, haben Sie keine Lust mehr? Ich habe plötzlich ganz furchtbare Kopfschmerzen. Die frische Luft würde Ihnen gut tun. Ich sollte vielleicht eine Tablette einnehmen. Wasser? Mir ist schwindelig, kann ich mich vielleicht da ein bisschen hinlegen? Selbstverständlich. Schon gleich vorbei.
Dann aber raus aus der Stadt. Wir werden schon ein ruhiges Plätzchen finden. Besser? Ja, viel besser. Er hat seinen Bruder erschossen. Wahrscheinlich hat er auch seine Frau umgebracht und sie wären die Nächste gewesen. Er war ein Spieler. Frau Weinert, er war ein erbarmungsloser Spieler. Kommen Sie. Die